Okay, das war kein guter Plan. Na komm, dann setzt euch auf, dann setzt euch auf den Esel. Nein, das wird er auch nicht zulassen. Dann müsst ihr wohl zurechtkommen. Ich werde jetzt, Ragnar, ich werde jetzt erstmal euren Esel mit rübernehmen. Könntest du vielleicht ein Seil für uns hier lassen? Kann ich machen. Hier, halte das und ich will das mit rüber. Ja, wunderbar. Gut, und da ich schon mal der Einzige hier bin, der sich mit Tieren auskennt. Ich kann mich auch mit Tieren aus, aber nicht mit Körperbeherrschung. Ich will jetzt den Esel von den Esel. Der Fluss ist doch 10 Meter breit, hast du von dir gesagt, oder? Ja, 10 Meter, passt. Dann würde ich meinen Stab in einen 10 Meter langen Seil verwallen und dass ich automatisch um irgendeinen größeren 10 Meter? Dein Stab ist stablang, oder nicht? Naja, aber das Seil, ein magisches Seil. Ja, genau, es ist halt Seil. Ich glaube, es sind 10 Meter. Oder? Nein, du kannst ein doppeltes Maß ansagen, dann ist es halt doppelt, oder du kannst halt dein Stab um dich herum biegen. Nee, der Seil wird tatsächlich 10 Schritt lang. Deswegen auch so, 10 Meter Länge hat es. Echt? Ja. BDZ-Seite 111. Aber die Sache ist ja, 10 Meter, ja, im Map-Tools kann man das ganz gut sehen, von hier aus, also vom Flussanfang bis hierhin zum Flussanfang. Das heißt, wenn du hier mit den Füßen im Wasser stehst, dann kann derjenige, der andere mit den Füßen davon im Wasser steht, das Seil greifen. Ja, aber wir verknoten das einfach mit meinem Seil und dann hat sich das. Genau, das geht. Oder man kann sich vielleicht da in Nähe hinstellen, wo die Brücke einigermaßen stabil ist und dann darüber spannen und einen größten Fels blocken. Ich hoffe, so du hast einen Apport auf deinem Seil. Wieso? Das schlingt sich automatisch um alles rum. Ja, wenn das Seil über ins Wasser fällt und dann weg wäre, aus irgendeinem Grunde, wenn das passiert, dann... Ich kann es doch an beiden Seiten verknicken, muss ja bloß in der Hand behalten. Ja, also, genau, ich hoffe, du hast einen Apport. Ja. Richtig. Ja, ich kann zwar irgendwie auf erst du willst das schon wissen. So, ich will jetzt wissen, was ihr tut. Los. Ich reite jetzt auf bis Frau wieder hinüber und führe währenddessen einen der Esel an den Händen mit. Ja, wird er geritten oder wird er nur rübergezogen? Da er niemanden aufsteigen lässt, hat man mir gerade vermittelt, wird er nur mitgezogen. Gut, dann brauche ich eine Reitenprobe für Bisfrabul. Genau, die sollte kein Problem sein, da ist Bisfrabul. Okay. Dann brauche ich eine Abrichtenprobe für ein geführtes Tier. Die sollte um 6 erleichtert sein, oder? Nein, das sind unerfahrene Tiere. Das eine ist geschult. Das eine ist geschult, mit was für einer Loyalität? Okay. Willst du jetzt beide gleichzeitig rüberführen? Nein, nur einen. Okay, dann ist hier die Frage, wen? Das geschult oder das ungeschult? Genau, das geschult, den Rack, haben geschult ist ja Loyalitäten. Genau, das geschult ist aber bepackt bis oben hin mit vielen Sachen von verschiedenen Leuten. Das ist wichtig dabei zu sagen. Ja, ich nehme erstmal das Ungeschulte. Oh. Das halt okay, fangen wir damit an. Also, das Tier wird geführt. Ist eine Abrichtenprobe plus 0. Dann Gelände lassen wir weg, Trittsicherheit lassen wir weg. Es ist ein ungeschultes Tier. Das ist eine plus 3. Mhm. Und die Loyalität, Ragnar? Von dem Ungeschulten ist 5. Von dem Ungeschulten ist, warte, guck ich kurz nach. Die war 14 zu dir. Die war 14 zu dir. Genau. Aber da haben wir ja noch den Wert für zu Fremden. Und der war ja glaube ich. Dann geben wir dir eine 3 Jalan. Eine plus 3 ist dann eine Abrichtenprobe plus 6. Okay. Hier kommt nichts. Und so wird so ein bisschen zuckelnd und mit einigem ermuntern wird dann auch Meister Fifras, war es dann, glaube ich. Überführt. Komm, Graue, gleich sind wir da. Ja, schnaub nicht so. Und währenddessen können die anderen hier was auch mal mit dem Seil zurechtfrimmeln. Soll ich nochmal wiederkommen? Für den anderen Esel, ja! Sieht die Brücke tatsächlich aus wie hier? Also ist das tatsächlich Stein oder nicht? Nee, Holz. Okay. Der Teil ist weggebrochen. Du hast gesehen, dass... du kannst es auch rüberspringen. Ach, da musstest du, wie gesagt, mit deiner Sprungreichweite gucken. Bei Ömer sah das ziemlich elegant aus. Wird GE, warte mal, es war doch GE plus Körperkraft, ist deine Sprungreichweite mal 20 cm oder nicht? Ja, du bist GE plus Körperkraft, dann erstmal minus Behinderung. Ja, warte. Das kannst du mal ausrechnen. Deine BE wird nochmal um 2 erhöht, also deine simulierte BE wird um 2 erhöht für Zwergenwuchs. Okay, sehr gut. Also das ist sozusagen deine BE, ja. Komm, ich lass mich nicht lumpen, ich komm nochmal zurück. Auf das geht ja bis jetzt ganz gut. Erodin, mein Held. So, wird nochmal rübergeritten. Eigentlich Patze ist das eigentlich gut. Gut. Wenn der auch so gut geht, dann haben wir ihn ja gleich drüben. Dann müssen nur noch ihr rüber.
Das heißt, du machst das gleiche nochmal, du willst wieder rüber reiten und das den Goldesel führen, ja? Exakt. Ich gebe dir erst nochmal den für. Wissen wir wohl. Aha. Oh. Oh. Doch gar nicht mal so gut. Und dann, seine Loyalität wird auch unter 5 liegen für mich. Das ist auch noch irgendwie lächerlich einfach hier mit den Proben. War der geschult? Er ist geschult, ja. Das heißt, ich werde eine minus 6, eine plus 3 sind eine minus 3. Jetzt vor allem so lächerlich, einfach weil wir keine nennenswerte Strömung haben. Ansonsten kämen wir vielleicht ein bisschen ins Schwimmen. Naja, das ist ja schon mittelstarke Strömung plus 0. Ja, sag ich ja, keine nennenswerte. Ja, ich kann jetzt auch reißend sagen, aber das ist, glaube ich, bei deinen Werten noch ist es fast egal. Ja, wir haben 10.000 AP, wir können uns auch mal so benennen. Dann haben wir es einfach mal gemacht. So, ja. Esel ist drüben, beide Esel sind drüben und ja, jetzt müsste sich starker, Dragner müsste sich jetzt noch durchtasten. Weil bei denen das nicht so lächerlich ist, die kommen ja jetzt erst. Also ich springe. Du springst, gut. Komm, 4,8 Meter weit. 4,8. Ja, ich hab eine Körperkraft von 16, eine GE von 13 ist 29. Nee, warte mal. Nee, dann komme ich nicht ganz. Warte mal, ich habe mich verrechnet. Genau, das bezweifle ich jetzt nämlich auch. So, ich will jetzt von Ragnar wissen, was tust du? Ich springe auch, komm. Du springst? Hey, nein, passt. Ich habe 29, dann verliere ich 2 durch Zwergenwuchs, 2 durch meine BE, 1 durch meine Überladung, ist minus 5. Sind dann nur noch 24, 24 mal 20 sind genau 4,8 Meter. What the fuck? Kommst du genau so weit wie immer. Ey, das ist doch Bullshit. dann haben wir die Regeln ad absurdum geführt. Das ist einfach Blödsinn. Gut. Ragnar hat übrigens genau den gleichen Wert wie der Zwerg, weil er nicht überladen ist. Gewandtheit 14. Jetzt kommt das Interessante, ihr macht eine Athletikprobe ohne Erschwernis, aber natürlich erschwert um die Behinderung, also doppelte Behinderung, um zu gucken, wie gut der Sprung überhaupt klappt. Und wenn du den nicht schaffst, stürzt du trotzdem rein. Genau, dann kann es trotzdem sein, dass du daneben springst. Ich mache auch die Körperbeherrschungsprobe. Das ist aber viel besser als die Körperbeherrschungsprobe, erschwert um 15 für mich. Ich halt mich mal auf dem Pferd, falls hier was schief geht. Okay, das kann ich vergessen, das versuche ich nochmal. Schicksalspunkt. Und schon sind sie im Wasser. Und ich bin im Wasser. Ja gut, aber ich wäre halt sonst auch im Wasser gewesen. Ja, okay, dann springst du jetzt ins Wasser und platscht in eine dir bis zum Kinn gehende Strömung mit deinem ziemlich fiesen Gewicht. Also mit Starkheit, Ragnar? Also ich wollte da jetzt eigentlich die Furt überqueren, aber wenn der Zwerg gerade neben mir platscht und im Wasser landet, würde ich ihm ganz gerne das Seil zuwerfen. Nee, du wolltest gerade auch springen, hast du gesagt. Er hat dann gesagt, ich möchte gerne die Furt nehmen. Gut, ja, richtig. Also dann, hast durchgerechnet. Dann stehst du da gerade am Anfang der Furt, während der Zwerg reingesprungen ist, beziehungsweise hast den Sprung angesetzt, kommst dann hier, kommst genau mit deinen Füßen an dieses Holzbrett heran, was dann unter dem Gewicht zusammenbricht und du bist in der Mitte des Flusses. So, dann gucken wir doch mal, was passiert bei einer Furtüberquerung, wenn das misslungen ist, auch wenn das jetzt nur der Sprung war. Der Held versinkt im Wasser, verliert das Gepäck, das er in den Händen hält. Eine Schwimmprobe modifiziert um Strömungsstärke. Hattest du irgendwas gerade in den Händen? Ich vermute nicht, oder? Ja, mein Speer natürlich. Dein Speer, dann ist das Speer jetzt weg. Ui. So, Modifikatoren steht bei dir Behinderung plus 4. Du hast aber 3 Punkte Behinderung, hast du gerade gesagt am Anfang mal. Und Punkt Überladung hat er eingerechnet. Genau, da musst du noch irgendwas tun, dass das Programm weiß, dass du Behinderung momentan 3 hast, weil nur der rechnet gerade mit Behinderung 2 für dich. Das kannst du bei der Rüstung einstellen. Ist also noch weiter. Ach so. Wie viel ist es misslungen? Um 5 Punkte hat er es deswegen verhauen. Okay, dann passt das aber. Dann ist es trotzdem noch die gleiche Tabelle, die ich hier habe. Eine Schwimmprobe modifiziert um Strömungsstärke, entscheidet darüber, wie viel er aufsammeln kann, bevor es abgetrieben wird. So, oh Gott, Schwimmprobe plus, wir machen einfach mal eine. Nein, so eine Schwimmprobe. Ist wie gesagt mittelstark. Ja. Der Jung wird Schwimmen minus 3 haben. Hast du Schwimmen minus 3? Hast du gute Attribute. Oh, hat's eingesteigert. Dann ist dein Speer weg, wird abgetrieben und du siehst, wie nach einigen Metern versuchst gerade deinen Kopf über Wasser zu halten, damit du überhaupt jetzt das geschluckte Wasser erstmal wegpusten kannst. Deine Rüstung saugt sich jetzt voller Wasser. Du merkst, wie es eiskalt in dich eindringt. Und dein Speer fließt jetzt gerade über die Klippe. Ich möchte da reinreiten. Sehe ich denn, dass der gute Eisenmann vor mir gerade die Bruchlandung seines Lebens hinlegt? Oder ja klar, es platscht einmal laut und du bist gerade hier ins Wasser reingestiegen.
Dann würde ich jetzt versuchen, dem guten Zwergen, der vielleicht gerade absäuft, mein Seil hinzuwerfen. Beziehungsweise eigentlich Jalans Seil hinzuwerfen. Ist das irgendwo angebunden, festgebunden? Nö, ich hab das bis jetzt. Gut, dann wirfst du es in die Richtung, treibt ab und fließt automatisch in seine Richtung. Das ist gut. Dann würde ich mich hier beeilen, das irgendwie an irgendeinem Ast oder so festzubinden, der vertrauenswürdig und ein bisschen muskulöser aussieht als ich selber. Dann würfel mal eine Fesselnprobe in der Geschwindigkeit, wie es dir da gelingen muss. Siehst natürlich, dass dann Torgosch da abgetrieben wird. Er ist sicherlich bleischwer, so nass wie seine Rüstung es ist. Fesseln plus 3. Ja, easy! Erzähl mir, was du tust. Ja, Ragnar. Das ist ja Fallenstellen. Nein, nochmal. Ach, nö. Doppel 1 ist immer eine Ach, Doppel 1. Nö. Nein. Das ist ja scheiße. Fesseln, entfesseln. Hat das falsche gehört? Das ist ja richtig bitter. Perfekt. Du bist Kommt so ein Bot. Noch mal wieder, du bist was? So ein Bot. Ich will trotzdem die SE auf Fallen stellen. Ungefragte Würfe gibt es keine SE. Richtig, habe ich gesagt, du darfst würfeln. Ja, du bindest das Seil an den Baum fest, klopfst nochmal drüber und dann merkst du, wie es einmal einen Ruck gibt. Das Seil löst sich und fällt runter, fließt weiter ins Wasser und du guckst dem Seil hinterher. Ja, Alan, reiten. Ja. Jetzt möchtest du den Zwergen retten. Du musst natürlich unter der Brücke hindurch. Ah, das ist natürlich schwer, gerade wenn du reiten willst. Ja, die ist halt, so, dass man drüber reiten kann. Ich sag mal, eine Reitenprobe plus 8, wenn du da jetzt in der Strömung geduckt unter der Brücke runterreiten kannst, damit du ihn dann nochmal zusätzlich rausziehen kannst. Reiten plus 8. Okay, machen wir. Die ist gelungen. Ich ducke mich unter der Brücke weg, komme auf der anderen Seite wieder hoch und stelle fest, dass Wisfrabur stark weitergeritten ist. Gut. Schaue ich mich nach unserem zu kurz geratenen Reisebegleiter um und ja, wo ist er denn mittlerweile? So. Hattest du gesagt, Schwimmprobe? Hast du schon eine gewürfelt? Ja, das ist schon. Gib mir nochmal eine Schwimmprobe, dann erlöse ich dich. Ja. Aber ich nehme an, ich habe jetzt mehr Behinderung, weil das ganze Unterzeug ist jetzt ja nass, richtig? Das gewinnt doch an Behinderung. Alles, was Stoff ist, wird verdoppelt. Ja gut, dann nehmen wir nochmal 2 Punkte, dann passt das auch ungefähr. Ja, ich sauf ganz elendig ab. So, dann kriegst du 1W6 Schadenspunkte und du verlierst, okay, das hat dein Gepäck hattest du sowieso schon. Das, was in den Händen getragen ist, Waffengürtel, Utensilien. Was hast du denn alles am Gürtel? Oh, du, das ist eine gute Frage, warte. Ich nehme an, ich würde meine andere Waffe, meinen Drachenzahn, würde ich vermutlich am Gürtel tragen und meine Axt. Ja, dann sind die auch weg und du kommst irgendwann zusammen mit Jarlans Hilfe, kannst dich an das Bein des Pferdes klammern, weiteres Wasser schlucken. Irgendwann merkst du dann den Fuß von Jarlan, kannst dich da dann hochziehen und am Ende des Tages bist du ohne Waffen drüben. Herzlichen Glückwunsch. Ragnar steht immer noch auf der anderen Seite. Das Seil treibt hoffnungslos ab. Und es ist weg. Ja, Ragnar macht natürlich das, was Ragnar am besten kann. Und geht natürlich so behende wie möglich über diese Furt. Du gehst rüber, dann ist das wie gesagt eine Athletik. Und wir hatten die Sachen schon gesagt, es ist plus 3. Was ist die Körperbeherrschung? Körperbeherrschung oder Akrobatik plus 3. So. Ihr stellt euch auch an, Jungs. Ja. Dann seid ihr nass, könnt auf der anderen Seite drüben ein kleines Feuerchen machen, eure nassen Sachen da, wieder versuchen zu trocknen. Yoga sagt auch, dann ist die Reise hier an dieser Stelle beendet. Das ist zwar schade, aber wird man hier so ein bisschen reisig sammeln, ein bisschen schanzen und ein kleines Lagerfeuer bauen, Zelte aufstellen. Da kann sie sich da auch ganz in Ruhe um den weißen Hetzer kümmern, kann ihm da den Kopf abschneiden, Fell abziehen und Trophäen für euch basteln, wenn Jarlan da irgendwie den Kopf ausstellen will oder sich einen Mantel. Die zwei Köpfe bleiben natürlich dran. Sich einen Mantel draus fertigen will, wie auch immer, das wäre dann am restlichen Tage hier möglich. Hauswirtschaftsproben bitte von euch, die ihr nass geworden seid. Und ich vermute, das sind
Na, Jalan wird wohl nicht nass geworden sein. Vielleicht ein bisschen in den Stiefeln, das ist vernachlässigbar. Alle anderen sind erstmal nass. Sehr gut, Entschuldigung, Ömer, du bist natürlich nicht nass, du bist drüber gesprungen. Frage, meine Kleidung ist ja noch feucht. Wenn ich jetzt eine Hauswirtschaft schaffe, kann ich das dann um meine Stufe verbessern oder bleibt die feucht? Würde ich zulassen. Okay. Dann gucken wir doch einfach mal. Nö. Gut, dann, du versuchst so ein bisschen rumzuwirkeln und ein bisschen zu drücken. Naja, gut. Du merkst, hier ist wohl gerade ein Loch drin. Gehört das da rein? Nee. Ist das durch den Zahn vom weißen Hetzer? Vermutlich verfluchte noch eins. Nee, du merkst gerade. Du weißt jetzt nicht genau, wo hast du deine Sachen gekauft? War das in Gareth? War das unterwegs? Nein, Gareth. Flöhe? Wer hat dir denn das verkauft? Du hast Flöhe, das merkst du jetzt erst, die schwarzen Punkte? Das sind Flöhe in deiner Kleidung. Bei dem Wetter auch noch. Verfluchte, seht euch das mal an. Das kommt mir nicht zu nah damit. Das habe ich mir vermutlich in eurer Spelunke eingefangen. Das ist ja widerlich. Erzähl's mir mal. In meiner Spelunke? Was soll das denn heißen? Ja, ihr wisst doch mal, das abgerissene Ding, wo wir zuerst abgerissen. Waren. Jetzt, wo ich sehe, eure ganze Haut ist auch ein bisschen rot. Die haben euch schon gebissen. Merken wir mal der Kälte ja kaum. Sekunde, warte eine Sekunde. Fulminictus Dornakel. Welle der Reinigung. Zum Glück ist meine Magiekunde niedrig genug, um nicht zu wissen, was er für mich ist. Ja, dann sagst du eine Modifikation gegen Insekten. Wie heißt die Modifikation? Welle der Reinigung. Welle der Reinigung. Sekunde. Modifikation eintragen. Ja. Ganz Kinderab, Junge. Ja, Igna weiß nicht genau, was los ist. Er hält sich einfach die Hände auf die Ohren, was auch immer das bringen soll. Beschreib mal die Szene, was passiert? Es entsteht ein... Also ich deute mit der linken Faust auf die Kleidung. Auf die Kleidung, muss ich sagen. Und spreche von Victor Donnerkeil. Hinfort mit euch, ihr Ungezieferteil. Wie auch immer. Ja, muss ich reimen. So eine kleine Luftwelle breitet sich dann eben rings um euch aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Wasserwelle in der Luft und ihr bekommt alle einen Schadenspunkt. Ah! Aua! Nun haben wir keine Jetson-Probe von allen und auch von Yoga. Walmut! Incoming! Ja, Walmut triggert! Ich knall den Magier eine. Yoga zieht ihre Streitaxt und geht in Rage-Mode. Überknallt den Magier einfach nur ein oder tritt ihr einfach mal vors Schienbein und macht mal darauf eine Attacke der Ömer. Ich zieh mein Schwert und fange an zu brüllen. Hey, was soll das? Dass ihr alle eure Waffen wieder wegsteckt! Ah, oh, ist das herrlich. Möchtest du eine Initiative würfeln, Alricio, beziehungsweise, Abimir? Ich glaube, wir sollen jetzt alle einen würfeln. Muss ich ja wohl. Also ich würde drauf bestehen, ja. Kommt, alle Initiative. Ich ziehe gerade mal noch das Brett ran. Yoga geht in Fallwut. Hab ich nicht geplant. Es war echt nicht wunderschönes, geplant. Wunderschön hier. So, komm, dann machen wir das einmal ordentlich. Habe ich schon W6 gewürfelt? Nee, habe ich noch nicht. 1, gar nicht so viel. Ah, nee, das sind die Spielertokens. Ich ziehe gerade die anderen ran von unten, die sind kleiner. Ja. Also ich komme auf die 23. Ich zieh alle. Dann mach du. Du hast 21? 23. Was hatte ich denn eben? Ich hatte 17 plus 1. Ah, die kommt vom einem Schadenspunkt, kommt die schon in Walwut? Die muss jedes Mal, wenn ihr eine Jetzornprobe verhaut, ist die ja jetzornig und bei Wahlwürdigen bedeutet das Berserkerrausch. Ja, und Torvaler mögen Magie nicht sonderlich, also hey. Herzlich willkommen. Ihr wusstet, was Wahlwut bedeutet. Zumindest Ragnar wusste das. Bestätigt übrigens mal wieder deine Vorurteile. So, ich möchte 12. Torgosch bekommt nicht mit, Ragnar bekommt nichts mit, 17. Sie ist dran, sie möchte gerne vorziehen. Ich möchte vorziehen. Ja. Immer noch. Okay, das haben wir geplant, das machen wir ganz einfach. Befreiungsschlag, 6 auf hinter. Ich möchte sie gerne hinwerfen.
Okay, mit euch. Befreiungsschlag, 6er Finte. Kann ich mich da jetzt noch... Du kannst parieren. Sie kann ganz normal parieren, ne? Ja, es sollte im Vierer-Schwert mal gegen... Nee, sie pariert nicht in Wahlgut. Sie pariert nicht in Wahlgut, ne? Sie greift nur an. Du kannst aber einfach behaupten, dass sie die Wunden ignoriert. Das heißt, dass jetzt Jalan würfelt Schaden aus. Ah, okay, so viel Schaden, streich von der Lebensenergie, so viel Wunden. Ja, es geht nicht sonderlich um die Wunden, sondern darum, dass sie jetzt hinwirft und sie jetzt hinfliegt und ihr euch alle auf sie schmeißen könnt. Ja, vor allem darum geht's jetzt. Dann gib mir halt Schaden. Ja, genau. Wenn ich nicht parieren darf, kann ich dann... Hätte ich mir die Finte auch sparen können. Sie kriegt 16 Schaden. Hast du dein Schwert gezogen? Ja, nee, ich ja, das habe ich angesagt. Ihr durftet alle Schwert ziehen. Ja, richtig. Sie hat ja auch ihre Sache. Sie kriegt 16 Schaden. Sie wird eine Distanzklasse zurückgedrängt, was vielleicht unserem armen Mauricio helfen dürfte. Sie verliert 1w6 Inni und muss eine wieder Niederwerfen standhalten. Entsprechend, wenn sie hinfällt, dann 2w6 Inni. Genau. Die Distanzvergrößerung muss ja nicht gut für den Magier sein. Das heißt, es kann sein, dass es gar nicht hilft. Und das Hinfallen, das kann dem in einfachen Körperkraftruhe abwenden. Ja, sie ist erschwert um die Schadenspunkte über ihrer Körperkraft, aber das dürfte für sie nicht sein. Ich wollte gerade sagen, wenn die Körperkraft 16 hat, dann ist das gar nicht erschwert. Genau, nee, also die Körperkraft, da hab ich jetzt Glück gehabt. Sie verliert jetzt einfach 1w6 Initiative. Mhm. Ich möchte trotzdem nochmal rufen mit freien Aktionen. Yoga, steck die Waffe weg! Das ist gar nicht so geil. Los, auf sie! Ja, Land ist durch. Die anderen, Ömer, Abelmir, wollt ihr was tun? Ich hatte den Magier getreten, ich weiß nicht genau, ob das ankam, ob der es notiert hatte. Wenn nicht, dann hole ich das jetzt nach, weil Ömer hatte einfach nur aus Wut den Magier einmal getreten vor das Schienbein. Ja, ist okay. Mach mal, wenn ausweichen. Du kannst jetzt auch ausweichen. Hat einfach nur so, spinnst du, getreten. Ausdauerschaden, 1w6. Sekunden. Ich suche mir aus. Das ist ja falsch, ich habe das Schaden durch Reitersäbel gewürfelt. Moment. Kein Problem, ist eine 6. 5. 5 Ausdauerschaden. Drei richtige Schadenspunkte. Aber warte, schau mal nach, wohin. Der hat vielleicht Rüstung an der Magier. Richtig, er wird erst die Rüstung abgezogen und dann die Schadenspunkte. Ja, diese linkes Bein sogar, genau wie ich es angesagt habe, Bein. Nochmal schön ins Bein getreten. Kann ich ausweichen? Nee. Nicht ausgewichen. Ja, klar, du kannst theoretisch den Stock dazwischen halten, ausweichen, wie auch immer. Immer tritt einfach nur einmal nach dir. Scheint aber jetzt nicht irgendwie wütend zu sein, nicht auf dich drauf zu stürzen, sondern, ja, keine Ahnung, das ist so ein empörtes Treten. Gut. Was soll denn der Scheiß? Aua! Ich wollte, die Flüge verhindern. Ja, okay, dann ist jetzt Yoga dran. Yoga tritt an dich heran und macht... Wollt ihr vielleicht vorziehen, oder? Ihr seid nämlich alle mehr Inni als die Frauen. Wollten sie nicht, haben sie nicht. Dann mache ich das jetzt. Es ist immer noch... Du hast doch schon einmal angegriffen. Jetzt ich habe drei Aktionen. Ja. Ja, ich habe zwei freie Aktionen haben schon eingesetzt. Und da die Frauen sich... Ja, freie Aktionen, ich habe drei normale Aktionen. Da die Frauen sich immer noch anstalten macht, unseren Magier zu verhauen und ich das nicht haben werde... ich sehe jetzt um. Ja, dann los. Okay, keine Gnade, vierer Wortschlag. Sie hat sowieso keine Schmerzen. Hast recht, achter Wortschlag. Die Initiative. Oh, sehr gut. Die Initiative frisst mich jetzt gerade. Also, die Initiative-Regeln sind echt tödlich, wenn du keine hast. So, das war deine erste Aktion. Wolltest du umwandeln? Dann hast du es nicht gesagt? Das war eine zweite Aktion. Da ich umwandeln nicht gesagt habe, muss ich jetzt leider sehen, was sich entfaltet. Tarada ist noch übrig. Passiert nichts mit. So, Ömer hatte zugetreten. Da war ein bisschen rumgekaspert. Abelmir hatte irgendwas gemacht. Dann dürfen jetzt noch Ragnar und Torgosch auch noch wieder, weil sie jetzt auf die 11 gefallen ist. Ragnar ist gerade ein wenig überfordert mit der Situation. Alles klar, Torgosch? Ich traue meinem Speer hinterher. Gut, du hast sowieso keine Waffen, könntest noch irgendwie sie niederringen. Jetzt zwei Aktionen auch von Yoga in die Fresse von Abelmir. 1-2. Entschuldigung, das sind 3 Würfel. 1-2. Mit einer Attacke plus 5 würden beide treffen. Du kannst natürlich parieren. Genau, würde ich auch machen. Hast du nicht bei mir schon ausweichen versucht? Das heißt, du kannst jetzt noch entweder ausweichen oder machst erst eine Aktionposition, bevor du parieren darfst wieder. Das ist nur fürs Angreifen, wo du eine Aktionposition machen musst. Parieren darfst du. Ich würde einfach parieren mit Raufen parieren. Zweimal kann ich parieren, oder? Ist eine umgewandelte Parade plus 4, aber mit einem. Meisterlich pariert die eine. Meisterlich pariert. Aber du bekommst trotzdem keine zweite Parade dazu, oder? Ist nicht bestätigt, das ist nur ausgewichen. Aber wenn er defensiven Kampfstil hat, darf er frei. Hab ich nicht. Aber du hast Raufen gemacht, sie greift mit der Axt an, das heißt, sie bekommt keinen Schaden. Richtig. Also, sie hat damit mit der Faust angegriffen. Nein, Streitaxt, Freunde. Darauf konnten ja alle reagieren. So, dann einmal. 3 plus 4 sind 7.
Plus denk an den Auto für den Verwundschlag. Genau, plus 5. Wenn sie eine Körperkraft von 15 hat, kriegt sie nochmal einen Punkt Schaden dazu. Der wird schon angerechnet sein. Plus 1, nee, dann sind wir bei 13, 2x13 TP. Wohin jeweils? Wohin? Würfel mal bitte. Mach du das mal. Zweimal. Warte mal kurz. Da. Torso. Oh, oh. Aua. Schmetterung. Ja, den Torso darf er ja halbieren. Torso ist halbiert. 13 halbe sind 14, sind 7. 7 in Torso minus Rüstschutz. Da habe ich eine 4. Also Brust. Also, ja, also 3 kommen nur durch. Aber der Schwert haben sie leider voll. Ja, also 3 kommen durch. Ja. Na, komm her. Oh. Und 13 in den Schwertarm. Das wird wohl sicherlich eine Wunde sein. Linker Arm 1, ja. Selbstbeherrschungsprobe. Schneller. Ja, ich bin gerade am Suchen noch. Gelungen. Nee. Genau. Der Schwert um die Schadenspunkte über der Wundschwelle und das ist zu viel. Dann liegst du jetzt zappelnd am Boden. Nächste Kampfrunde. Yoga ist dran. Nee, keine Gnade, ich hau dich jetzt rum. Also hey, komm, mach mal. Ich hab eine 8er Erschwernis, machen wir eine normale. Ist hier jetzt nicht interessant, dass P zu dir eigentlich mal so gefragt? Denn wir haben natürlich auf N gestartet. Achso, weil du es nie so ansagst, deswegen ist es immer so fraglich. Ja, du hast recht, ich muss da mehr hinter sein, seit ich den Befreiungsschlag mache. Das sie ist auf S zu dir, das heißt, wenn du einen Befreiungsschlag machst, ist sie auf P danach. Richtig, deswegen möchte ich es nicht tun, weil scheinbar kann sie ja Dings dann immer noch verhauen. Also wird jetzt erst ein normaler Schlag gemacht, um hier Erschwernis aufzubauen. Ist eine 8er Erschwernis drin, ist aber geschafft. Gib mir dann mal Schaden. Hier kriegen wir eine Trefferzone, falls du die brauchst. Und dann setze ich meinen zweiten erstmal direkt hinterher. Hier mache ich jetzt einen 6er Wuchtschlag rein und hoffentlich bringt sie das dann um. Denn so, 12 hattest du gemacht? Ja. Jetzt ins rechte Bein. Und der 6er Wuchtschlag käme auch durch. Ja. Da hätte ich dann nochmal die 20 Schaden für dich. Und nochmal 20. Dann, ja, dann hast du jetzt gerade den Kopf gespalten. Beschreib die Szene. Sie erhebt nochmal die Axt, um Abel mir endgültig den Rest zu geben. Und dann springt dann mit dem Schwert voran dazwischen. Er schlägt nach allem, was er finden kann. Und nachdem er mit dem ersten Schlag dann den Arm ein wenig auch an die Seite gedrückt hat, findet er zweit in den Kopf. Und unsere Reiseführerin tritt den Weg übers Nirgendwo an. Ja, Blut spritzt noch einmal in Abelmirs Gesicht, vollkommen blutverschmiert. Siehst du, wie jetzt der Kopf zur Seite klappt und dass der Einhalbhänder von Jarlan in ihrem Nacken auftaucht. Wird wieder mit einem kratzenden, schmierigen Geräusch rausgezogen und der Körper von eurer Führerin klappt zur Seite.